Wo ist meine Frau? Nicht so schüchtern. So. Jungs, braucht ihr schon mal ganz schnell ablegen, hervorragend. Ich bin sofort da. So, was ist hier mal ein bisschen zurück? Ja, wir fangen schon mal an. Der Markus braucht jetzt hier. Der Markus zu der Dame bitte. Ja, wir begrüßen Sie. Hallo. Schon wieder, gell? Wir begrüßen Sie in Schönberg mit der Drachenkuppel. So. Und ganz traditionell mit Hefezopf und Schnapsbrett. Wir haben noch einfach mal einen halben Meter zurück. Antialkoholisches Bier. Dann machen wir es zur Dame bitte, ja? Und Sie? Entschuldigung. Wer was machen wir aus Recht? Tommy, okay. Okay, wir müssen ja beide noch reden heute. Das war die beste Rede. Genau, wenn schon dann alle. Also, Klaus, wo ist der Klaus? Ja, zum Wohl. Zum Wohl. So, danke. So. Jetzt kommen wir wieder richtig weg. CDU-Landtagsfraktion gestaltet er die Landespolitik an entscheidender Stelle mit. Als sicherheitspolitischer und europapolitischer Sprecher verantwortet er die Innen- und Europapolitik. Einen wichtigen Beitrag dazu geleistet. Bei der Landtagswahl am 27. März 2011 geht es um sehr viel. Sie entscheiden, ob Baden-Württemberg auf der Überholspur bleibt oder ob der Erfolg leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird. Unser Land und seine Menschen sind zu wertvoll für politische Experimente. Damit ich mich weiterhin für den Kreis Calw und unser Land stark machen kann, benötige ich Ihre Unterstützung am 27. März bei der Landtagswahl. Mich gibt's auch live und ohne Anfangsschwierigkeiten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen heute Abend hier im vollbesetzten Chorhaus in Schönberg. Ich darf mich zuallererst beim Musikverein Schönberg ganz herzlich bedanken. Mit dem Dirigent Erwin Gutmann und dem Vorsitzenden Jürgen Mistel haben Sie uns einen super schwungvollen musikalischen Auftakt beschert. Herzlichen Dank Ihnen allen. Meine Damen und Herren, es sind jetzt noch 5 Tage bis zur Landtagswahl. Und da gehen dann so langsam auch die Abendveranstaltungen aus, auch für den Spitzenkandidaten. Aber du hast es gut gemacht. Das Beste kommt zum Schluss. Er hat sich das Beste zum Schluss aufgehoben. Ich darf ganz herzlich in unserer Mitte begrüßen heute den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, unseren Spitzenkandidaten der CDU, Stefan Mabus. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, wir stehen 5 Tage vor der vielleicht wichtigsten Landtagswahl in der Geschichte unseres Landes. Ich selber wurde vor gut 50 Jahren in den Wirtschaftsaufschwung hineingeboren. Meine Generation und die, die mir folgten, leben seither ununterbrochen in Wohlstand. Das haben wir vor allem den Generationen der Generationen vor uns zu verdanken. Diese haben Entbehrungen hingenommen, auf sich genommen, um uns Wohlstand zu bescheren. Und dafür, meine Damen und Herren, für diesen Einsatz der älteren Generation, damit wir ununterbrochen in Wohlstand leben können, möchte ich, das gebührt der Generation unserer Eltern und unserer Großeltern, großer Dank. Wenn demokratisch, einwandfrei und rechtskräftig beschlossene Großprojekte, aus welchen Erwägungen auch immer, vielleicht auch aus wahltaktischen, im Nachhinein in Frage gestellt werden und bekämpft werden, dann verlieren wir die Verlässlichkeit staatlichen Handelns. Und das, was sich um den Stuttgarter Hauptbahnhof herum seit Monaten abspielt, einmal plastisch herunterzubrechen auf die lokale Ebene, ein erfundenes Beispiel. Stellen Sie sich vor, ein Schönberger Unternehmer will
in eine Erweiterung investieren. Vielleicht, Frau Bürgermeisterin, in einem neuen Gewerbegebiet in Langenbrand, für das ich ja auch etwas die Fördermittel für die Erschließung mitvermitteln konnte des Landes. Die Bürgermeisterin ist begeistert von diesem Vorhaben. Der Gemeinderat bis auf die Grünen auch. Dann wird das Genehmigungsverfahren durchgeführt, Bürgereinwände behandelt, Pläne beurteilt, Naturschutzauflagen verfügt, am Ende wird die Baugenehmigung erteilt, es wird dagegen geklagt und die Klage wird rechtskräftig abgewiesen. Der rote Punkt ist da, der Unternehmer freut sich, holt den Bagger, bestellt den Bagger und will anfangen und dann organisieren die Grünen, nachdem diese Entscheidungen getroffen sind, Widerstand und setzen sich vor den Bagger. Und zu guter Letzt, und damit sind wir tief in der Politik drin, zu guter Letzt kriegt dann die SPD im Gemeinderat kalte Füße und sagt, jetzt fragen wir vielleicht vorsichtshalber erstmal das Volk. Meine Damen und Herren, können Sie sich vorstellen, dass dieser Unternehmer in den Wirtschaftsstandort Schönberg dann noch Vertrauen hat, wenn er sich nicht mehr auf getroffene Entscheidungen, auf rechtskräftig erteilte Genehmigungen verlassen kann? Ich glaube nicht. Und genau so, das ist ein Beispiel, ein erfundenes Beispiel, genau so geht es der Deutschen Bahn derzeit in Stuttgart. Wenn das Schule machen würde, können wir Großvorhaben in Deutschland vergessen. Und vor allem würde der von mir eingangs erwähnte gesellschaftliche Konsens aufgekündigt, jede Generation muss säen, damit die nächste Generation ernten kann. Das dürfen wir nicht zulassen. Und wer nicht glaubt, meine Damen und Herren, Miesmacherei oder Schlechtreden bringt uns nicht voran. Aber das geht bei der SPD, habe ich manchmal so den Eindruck, schon in den Kinderschuhen etwas los. Sie bekommen es mit in die Wiege gelegt. Vor ein paar Tagen haben die Jusos einen Infostand in Calw abgehalten. Die gibt es hier im Kreis, wenn man genau hinschaut. Und da hat ein einzelner, einsamer Juso einen Zettel verteilt an die Menschen. Da stand drauf, du bist ein Opfer. Du bist ein Opfer. Und dann hat er sich darüber beklagt, dass keiner mit ihm reden will. Was glauben Sie, warum bei uns in der CDU so viele junge Menschen sind? Hier stehen Sie, die Vertreter der Jungen Union. Warum engagieren sich bei uns so viele junge Menschen? Weil sie spüren, dass mit der CDU sie ihre Zukunft gestalten können. Weil sie spüren, dass nur die CDU unser Land vorne hält und weiterbringt. Danke euch von der Jungen Union hier im Kreis Calw und von darüber hinaus, ihr seid heute mitgekommen, für eure grandiose Unterstützung in den letzten Wochen. Und ich möchte eins sagen mit Stolz, liebe Ronja Schmidt, unsere Kreisvorsitzende, die Junge Union im Kreis Calw steht in der Mitgliederentwicklung der Jungen Union gerade auf Platz 1 in Baden-Württemberg. Auch das ist klasse. Herzlichen Dank euch. Meine Damen und Herren, wo die Union regiert, geht es den Menschen besser. Wir haben mit Stefan Mappus einen Ministerpräsidenten, der für Verlässlichkeit steht, der für Gradlinigkeit steht, der für ein starkes Land in Menschlichkeit steht, der für klare Worte steht. Bei ihm weiß man, woran man ist. Stefan Mappus und die CDU sind gut für unser Land. Das ist ein Service. Danke. Lieber Freund und Kollege Thomas Plenke, sehr geehrter Herr Bürgermeister Mack als Zweitkandidat von Thomas Plenke, sehr verehrte liebe Frau Kraus, Herr Landrat, Frau Bürgermeisterin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier bei Ihnen sein darf. Hier in Schönberg, im schönen Nordschwarzwald, dass Sie sich heute Abend in so großer Zahl die Zeit nehmen zur Begegnung, zum Gespräch und dass wir 5 Tage vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg die Gelegenheit haben, die unterschiedlichen Standpunkte am heutigen Abend auszutauschen. Denn Energiepolitik ist für das Land Baden-Württemberg eine der entscheidenden Zukunftsfragen. Kein anderes Land in Deutschland hat so einen Energiehunger wie Baden-Württemberg. Das ist die Kehrseite des wirtschaftlichen Erfolges. Und heute schon importieren wir 17% des Stromes, den wir brauchen. Also rund ein Fünftel dessen, was wir verbrauchen, produzieren wir heute schon nicht in Baden-Württemberg. Dadurch, dass wir jetzt 2 Kernkraftwerke abfahren, steigt dieser Anteil auf über 20%. Und eines, meine Damen und Herren, das sage ich ganz offen, bin ich, egal ob vor oder einer nach
nach der Wahl nicht bereit mitzumachen. Die Arbeitsteilung, dass Rot-Grün für den Atomausstieg zuständig ist und wir uns mit der Frage beschäftigen können, wie auch zukünftiger Strom aus der Steckdose kommt, das geht nicht in Baden-Württemberg. Das muss auch klar sein in dieser Diskussion. Wenn denn vor Ort erneuerbare Energien vorangebracht werden, wie man dann alle dazu bringen kann, dass sie auch mitmachen. Denn die Grünen zum Beispiel diskutieren in Stuttgart zwar munter über mehr erneuerbare Energien, aber beim Pumpspeicherkraftwerk in Adorfen, Südbaden, sind sie munter dagegen. Das geht auch nicht, meine Damen und Herren. Man kann nicht für mehr erneuerbare Energien sein und wenn es vor Ort mal ein bisschen brenzlig wird, wenn in der Tat Natur beeinträchtigt wird, aber wenn man erneuerbare Energien voranbringen will, dann ist man dagegen. Das geht auch nicht. Und genau diese Fragen, meine Damen und Herren, müssen alle auf den Tisch. Sie müssen alle beantwortet werden. Und deshalb war es, glaube ich, richtig, wenn die Kanzlerin sagt, dass wir zusammen diese Lösung suchen. Meine Damen und Herren, 5 Tage noch bis zur Landtagswahl. Und da geht es schon um die einzelnen Punkte, die für Baden-Württemberg wichtig sind, die für die Menschen wichtig sind, die für die Zukunft dieses Landes entscheidend sind. Kein anderes Land in Deutschland steht so da wie Baden-Württemberg. Kein anderes Land ist so aus der Wirtschaftskrise herausgekommen wie Baden-Württemberg. Ich sage ganz offen, wenn mir heute vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass wir mit dieser Dynamik aus der Wirtschaftskrise kommen, dass wir ein Wirtschaftswachstum von 4,75% im Jahre 2010 bekommen können, dass wir bereits im letzten Jahr 20.000 Arbeitsplätze zusätzlich wieder aufbauen konnten, und dass wir die niedrigste Arbeitslosigkeit in diesem Jahr bekommen werden, 4,3%. Dass wir in der Krise die Bayern überholen, tut besonders gut, sage ich ganz offen. Dass wir die Nummer 1 sind, ich sage, das hätte ich heute vor einem Jahr nicht für möglich gehalten. Aber es ist eingetreten. Kein anderes Land steht wirtschaftlich so da wie Baden-Württemberg. Und es gibt einen Wert, Thomas Blenke hat ihn angesprochen, auf den wir schon besonders stolz sein können. Denn Erwin Teufel, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, hat immer gesagt, das Wichtigste, was wir in unserer Gesellschaft haben, unsere Zukunft, das sind unsere Kinder. Und deshalb ist wenig so wichtig in der Politik, wie die Beschäftigung mit der Frage, was können wir tun, dass unsere Kinder in eine bestmögliche Zukunft gehen. Bestmögliche Zukunft heißt bestmögliche Bildungschancen und alle Chancen danach auf dem Arbeitsmarkt. Meine Damen und Herren, Baden-Württemberg hat mit 2,7% Jugendarbeitslosigkeit nicht nur den niedrigsten Wert in Deutschland, sondern wir haben mit 2,7% Jugendarbeitslosigkeit den besten Wert in ganz Europa. Das ist Baden-Württemberg. Darf man den Menschen schon auch mal sagen in diesem Land. Und Sie müssen gar nicht so weit gehen, wenn Sie mal sehen wollen, wie es anderswo in Europa aussieht. Frankreich, 24% Jugendarbeitslosigkeit. Spanien, 43% Jugendarbeitslosigkeit. PISA, das vermeintliche PISA-Vorzeigeland, wo uns immer erzählt wird, dort ist alles besser. 19% Jugendarbeitslosigkeit. Kein anderes Land hat Werte wie Baden-Württemberg. Und es kommt nicht von ungefähr. Das fällt nicht einfach vom Himmel. Das ist Ergebnis von vielen Jahren Arbeit. Von vielen Jahren, wo aus meiner Sicht der Dinge im Besonderen 3 Faktoren zusammenwirken. Das eine ist, dass wir Menschen, Mitbürgerinnen, einen Menschenschlag haben, der unheimlich fleißig ist, der die Ärmel hochkrempelt, der gute Ideen hat, der ein bisschen weniger quatscht als anderswo, ein bisschen mehr anpackt und wo viel vorangebracht wird. Ich bin der Überzeugung, dass wir einen zweiten Punkt haben, nämlich ein gutes soziales Miteinander, dass Unternehmen und Unternehmer in sozialer Partnerschaft mit Arbeitnehmer und deren Vertretungen dieses Land gerade in der Krise hervorragend vorangebracht haben. Dass es ein gutes Miteinander gibt, dass man ein gutes Klima hat, wenn Sie so wollen, eine gute Betriebstemperatur in diesem Land. Und dass man es auf diese Art und Weise gemeinsam schafft, auch Probleme zu lösen und dieses Land gemeinsam voranzubringen. Aber in aller Bescheidenheit möchte ich auch darauf hinweisen, dass man es in diesem Land auch geschafft hat, dass man über Jahre und Jahrzehnte hinweg stabile politische Verhältnisse hat, dass Berechenbarkeit da ist, dass Verlässlichkeit da ist, dass man eine Linie hat, dass man nicht die Richtung wechselt, je nachdem, wo gerade der Wind herkommt, sondern dass man auf Basis von Überzeugungen es immer geschafft hat, Tradition zu bewahren,
Fortschritt zu fördern. Und diese drei Punkte zusammengenommen, meine Damen und Herren, die machen das unheimliche Erfolgsmodell Baden-Württemberg aus. Und genau darum geht es am Wochenende, dass man dieses erhalten kann, dass man es voranbringen kann und dass man die eigentlichen Werte dieses Landes weiterhin schätzen kann, meine Damen und Herren. Darum geht es in den nächsten 5 Tagen und am Sonntag. Kein anderes Land hat so eine ausgeglichene Wirtschaftsstruktur wie Baden-Württemberg. Auch die Bayern nicht. Die sind gut.